Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Dinosaur Death Race. Das Ganze wird heute auf einer neuen Strecke stattfinden, denn der gute Dr. Agen hat für mich eine Strecke gebaut. Vielen, vielen Dank dafür, Dr. Agen. Das hier ist übrigens, glaube ich, sein Logo von seinem YouTube-Profilbild. Wenn ich das richtig gecheckt habe, kannst du gerne in den Live-Chat oder in die Kommentare schreiben. Und wir kommen gleich mal zu der neuen Strecke. Die schauen wir uns gleich mal ganz kurz gemeinsam an. Aber erstmal kommen wir jetzt zu den Regeln. Wir haben insgesamt 10 Fahrer, davon immer jeweils 2 in einer Farbe. Die bilden ein Team und sammeln gemeinsam Punkte. Wie man Punkte sammelt, das erkläre ich gleich noch. Als allererstes fahren die ersten 5 hier los. Dann fahren die zweiten 5 hier los, wenn die ersten fertig sind. Das machen wir einfach nur, weil wir sonst nicht alles gleichzeitig verfolgen können. Weil die Jeeps ja logischerweise unterschiedlich durch diese Strecke kommen. Punkte gibt es dann für jedes erreichte Gehege. Das heißt, wenn man in Gehege 1 reinkommt, was ja eigentlich kein Problem ist, das heißt, wenn man diese Linie hier überquert, bekommt man einen Punkt. Wenn man in Gehege 2 reinkommt, das ist das hier, dieses Wüstengehege. Das heißt, wenn man diese Linie überquert, bekommt man 2 Punkte. Die Zahl steht immer an dem jeweiligen Gehege dran. Und so weiter und so fort. 3 Punkte, 4 Punkte. Ich denke mal, das ist allen klar. Es gibt bis zu 8 Punkte. Das 8. Gehege ist übrigens in der Form von einer 8. Sehr cool gemacht. Coole Idee. Und wenn man es schaffen sollte, alle Gehege zu schaffen, bekommt man 8 Punkte für die Gehege. Und nochmal zusätzlich, hier ist die Ziellinie, wenn man diese überfährt, bekommt man nochmal zusätzlich 5 Punkte, wenn man sie als Erster überfährt, 4 Punkte, wenn man sie als Zweiter überfährt, 3 Punkte als Dritter und so weiter und so fort. Das heißt, die maximale Punktzahl, die man hier sammeln kann, sind 13 Punkte. Logischerweise 8 plus 5. Ich denke mal, das ist allen relativ klar. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal ganz kurz so ein bisschen die Strecke an. Wir machen das Ganze relativ fix. Wir haben hier nämlich als allererstes ein schönes Gehege mit Redwood Trees, Felsen und Gallimimusen. Oder Gallimimus, ist das die Mehrzahl? Dinosaurier und Mehrzahlen finde ich ganz schlimm. Dann kommen wir hier als zweites in ein Wüstengehege mit Pentaceratopsen und, ich habe hier davor noch was anderes gesehen, oder? Ja, einem Diplodocus, der läuft hier auch noch rum. Als drittes geht's dann, hier ist die 3, geht es dann in ein Gehege über eine kleine Strecke mit Velociraptoren. Die haben wir hier. Und dann kommt man ins 4. Gehege. Das ist ein sehr bergiges und felsiges Gehege mit Wasser, Redwood Trees. Also hier sind viele Hindernisse. Und Carcharodontosauren. Ich weiß gar nicht, wie viele. 1, 2, 3, 4 Stück sehe ich. Und Ziegen. Die kommen auch noch dazu. Und dann geht es ins nächste Gehege. Ein sehr buntes, waldiges Gehege. Oh, das ist aber schön. Mit Euoplocephalus. Und einer Toilette. Ganz versteckt. Coole Idee. So, dann geht's ins Gehege mit den Spinosauren und Spinoraptoren. Mit ganz viel Wasser, Felsen, Palmen. Auch ein sehr schweres Gehege. Dann geht es in ein Labyrinth, so wie es aussieht. Mit, was haben wir da drin? Oh, ganz viele kleine Dinosaurier. Ich sehe hier Stegimoloch und Todons und Proceratosauren. Das heißt, ein Labyrinth mit ganz vielen kleinen, süßen Dinosauriern, die aber trotzdem sehr gefährlich werden können. Gerade an solchen Engpässen. Also ich glaube, das wird sehr spannend hier werden. Und dann geht's schon in Gehege 8. Gehege 8 ist halt dieses in der Achterform, auch mit relativ vielen Engpässen, was ja immer sehr spannend ist, und T-Rexes. Also auch ein sehr schweres Gehege. Und dann hat man das Ganze geschafft, wenn man es hier überleben sollte. Coole Strecke. Vielen, vielen Dank nochmal, Dr. Agen. Und jetzt kommen wir mal zu den heutigen Kandidaten. Und dann kommen wir schon zu den heutigen Kandidaten für das 3. Dinosaur Death Race. Die setzen sich heute zusammen aus den YouTube-Kommentaren, aus den Mitgliedern von meinem Kanal, die einen YouTube-Kommentar geschrieben haben, und aus den Videopremiere-Zuschauern. Da habe ich nämlich beim letzten Mal eingeführt, dass 2 Leute, die bei der Videopremiere mit dabei sind, hier auch ausgelost werden. Und das ist sogar hier direkt das erste Team, nämlich Team JWE. Das sind die Videopremiere-Zuschauer. Da haben wir als erstes Luca1357. Herzlichen Glückwunsch. Du warst beim letzten Samstag mit dabei und hast Hashtag DDR in den Chat geschrieben und wurdest auserwählt. Du trittst hier heute an. Der Erste, der durch die YouTube-Kommentare bestimmt wurde, für Team Retro, das ist heute Mr. Toast. Auch herzlichen Glückwunsch an dich. Team Orange ist mal wieder Team VIP, das heißt meine Mitglieder. Das machen wir gleich zum Ende. Da werden wir nämlich wieder unser tolles Rädchen benutzen. Aber erstmal kommen wir jetzt zu Team Blau. Das ist Dane RS. Und Team Rot geht mit It's Arjen an den Start. Herzlichen Glückwunsch schon mal an euch.
Und dann springen wir direkt in die zweite Reihe. Da haben wir nämlich noch 5 Teammitglieder für die anderen 5, die ich euch gerade gezeigt habe. Und da haben wir Maurizio, der Geheimnisvolle für Team Blau. Für Team Retro haben wir Philipp Küpka. Und Team Rot geht an den Start mit Kuengelchen oder Quengelchen. Ein sehr cooler Name. Und dann kommt schon der zweite, der bei der letzten Videopremiere mit dabei war. Das ist Madeleine. Auch herzlichen Glückwunsch an dich. Heute am Ende des Videos werden wir natürlich wieder 2 Leute aus der Videopremiere auslosen. Also wenn ihr jetzt live mit dabei seid beim Videoschauen, dann bleibt auf jeden Fall bis am Ende am Start. Dann habt ihr wieder eine zusätzliche Chance, beim nächsten Rennen mit dabei zu sein. Und der letzte ist natürlich wieder VIP. Die werden wir jetzt auslosen. Wir fangen aber hier vorne an bei dem ersten. Dafür rufe ich mal eben unser tolles Rädchen wieder auf. Das Ganze setze ich nämlich aus meinen VIPs zusammen. Es gibt 3 verschiedene Stufen. Einmal den normalen VIP, der hat die einfache Chance, kostet 99 Cent im Monat. Dann gibt es den Premium-VIP, der kostet 4,99 im Monat. Der hat die dreifache Chance, das ist so wie Mrs. Sunstorm hier oben. Und dann gibt es auch noch den Elite-VIP, ich glaube 14,99 im Monat. Das ist eine Meinung, hier unten 5-mal vertreten. Das heißt, als normaler VIP die einfache Chance, Premium-VIP dreifache Chance, Elite-VIP 5-fache Chance. Ist relativ verständlich, wir drehen das Ganze und ich bin sehr gespannt, wer hier den ersten Platz für die VIPs heute einnehmen wird. Und das ist Keanu Günther. Herzlichen Glückwunsch, Keanu Günther. Warst du nicht beim letzten Mal auch schon? Du bist ein kleiner Glückspilz. Keanu Günther war, glaube ich, beim letzten Rennen auch schon mit dabei. Bist aber wieder mit dabei. Herzlichen Glückwunsch. Und wir haben aber noch einen weiteren. Und wir drehen wieder das Rad und schauen mal, wer das wird. Falls es nochmal Keanu wird, dann drehen wir es nochmal. Aber das sieht nicht so aus, denn es wird eine Meinung. Herzlichen Glückwunsch auch an dich. Eine Meinung. Du bist auch hier vertreten, bist die letzte Kandidatin. Und dann würde ich sagen, können wir mit dem Rennen beginnen. Bevor wir das Ganze jetzt starten, habe ich natürlich wieder vergessen zu erwähnen, die beiden Gewinner können ihr natürlich wieder jeweils einen 5€ Amazon-Gutschein gewinnen, damit wir auch so einen kleinen Anreiz haben und es so ein bisschen um eine Kleinigkeit geht. Und mit diesen schönen Worten würde ich sagen, beginnen wir das dritte Dinosaur Death Race. Los geht's. Ich bin jetzt sehr gespannt. Wir haben als erstes Luca, Mr. Toast, Keanu Günther, Dane RS und It's Arjen am Start hier. Fahren jetzt durch das Gallimimus-Gehege. Mr. Toast macht das hier sehr gut. Weicht hier allen Gallimimus bis jetzt aus. Bleibt jetzt hier so ein bisschen hängen. Bekommt hier aber noch keinen Schaden. Also alles ganz entspannt. Die anderen Kandidaten haben hier ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Wir bleiben mal an der Spitze aber, würde ich sagen. Können ja so ein bisschen rüberlooken, dann sehen wir das im Hintergrund, was da passiert. Das ist ganz cool gebaut, weil man kann hier gucken und da hinten gucken. Das ist sehr praktisch. Dr. Eggen hat sich wirklich Mühe gegeben. Hier geht es jetzt auf jeden Fall runter für Mr. Toast in den ersten Sprung. Hat hier noch keinen Schaden bekommen. Springt jetzt... Oh, jetzt bleibt er hier aber hängen. Das ist gefährlich. Direkt neben den Pentaceratopsen. Oh, hier sind sogar Nasutoceratopse, die habe ich gerade gar nicht gesehen. Das ist ein sehr schwieriges Gehege. Luca hat es jetzt auch geschafft. Boah, Mr. Toast kommt hier richtig gut durch. Oh, habt ihr das gesehen? Luca ist gerade über den Nasutoceratops rübergesprungen. Krasser Stunt, Luca. Nice one. Das hätte aber auch schief gehen können. Oh, das geht hier jetzt aber schnell voran. Mr. Toast geht jetzt hier ins dritte Gehege. Dinosaurierbedrohung. Da ist irgendwas passiert. Oha, okay. Die Kandidaten bleiben jetzt hier an dem Diplodocus hängen, so wie es aussieht. Was macht der Diplodocus hier? Die beiden haben noch nicht wirklich Schaden bekommen. Also alles noch im grünen Bereich. Glück gehabt. Aber hier unten gab es, glaube ich, Ärger. Oh ja, in Gefahr. 54% Zustand nur noch bei Luca. Der wurde wahrscheinlich von einem Nasutoceratops weggerammt. Und das war auch knapp ins Arjen. Und auch hier bei dir, Dane RS, sehr knapp. Aber die haben es jetzt auch geschafft, die Kandidaten. Wie sieht es denn hier vorne aus? Oh, guck mal hier. Mr. Toast ist mit 97% schon im vierten Gehege. Also die Rennstrecke scheint auf jeden Fall ein bisschen schneller zu sein als meine. Liegt aber, glaube ich, einfach daran, dass wir hier nicht den Todesfelsen haben, direkt am Anfang. Aber Mr. Toast macht das richtig gut. Habt ihr gesehen, wie er da unter dem Schweif durchgefahren ist? Ohne Probleme jetzt hier an den Kakarodontosauren vorbei. Schafft es jetzt ja auch, durchs Tor zu kommen. Ist jetzt im nächsten Gehege mit den Euoplocephalus. Jetzt darf er hier nur nicht hängen bleiben. Oh, er bleibt jetzt hier hängen. Das ist nicht gut.
Das ist gar nicht gut. Wird jetzt hier weggeschoben. Hat ein bisschen Schaden bekommen, aber das ist alles noch verkraftbar. Muss jetzt hier Gas geben und schafft auch dieses Gehege. Sehr gut gemacht. 85% nur noch. Oder noch. Nur noch wäre das falsche Wort. Ist jetzt hier bei den Spinosauren und Spinoraptoren. Oh, bleibt jetzt hier stehen. Das ist nicht gut. Das war knapp. Es wurde schon nach ihm geschnappt, aber er wurde nicht getroffen. Aber er bleibt hängen. Das ist gar nicht gut. Oh nein. Mr. Toast. Du musst hier vorbeifahren. Hier ist die Lücke. Der hat hier gerade total Probleme, glaube ich. Setzt jetzt öfter den Rückwärtsgang ein. Oh oh. Oh oh. Wird jetzt hier weggerammt. 53% Leben noch. Er ist noch am Start. So ein Spinosaurus kann auch ein Auto one-shotten. Das weiß ich. Wenn er ihn richtig trifft. Da hat er wirklich Glück gehabt. Schafft jetzt hier auch dieses Gehege. Mit 53% Leben. Kommt jetzt in das Labyrinth mit den kleinen Fleischfressern. Bekommt auch hier einen kleinen Hieb ab. Aber ich glaube, die kleinen Fleischfresser, die machen gar nicht so viel Schaden. Beziehungsweise Pflanzenfresser sind hier auch. Also wenn die ihn treffen, machen die, glaube ich, gar nicht so viel. Kommt aber wahrscheinlich so ein bisschen darauf an, wie sie ihn treffen. Er macht das hier aber gut. Er schlängelt sich hier schön durch. Oh, da ist schon der zweite Kandidat. Luca, auch mit 54%. Hat jetzt hier ordentlich aufgeholt. Wir sind ja allgemein gerade gar nicht hinten unterwegs. Aber ja, ist auch schwierig. Ich will halt die neue Strecke auch so ein bisschen sehen. Deswegen bleibe ich gerade beim Führenden. Ich hoffe, das ist in Ordnung. So, Mr. Toast hat nur noch 47% Leben. Ist jetzt im roten Bereich. Ab 50% beginnt der rote Bereich. Oh, der nächste Kandidat ist auch schon da. It's Arjen. Okay, die Strecke, da kommen auf jeden Fall die Kandidaten viel weiter als bei der ersten Strecke. Ist aber auch nicht schlecht, muss ich sagen. Oh, das wird jetzt knapp. Oh Gott. Das sieht nicht gut aus für Mr. Toast. Ist jetzt hier zwischen drei Rexies und wurde zerstört. Damit ist er ausgeschieden. Ärgerlich, dass die alle bei dem Engpass gerade stehen. Oh, es sind fast alle Kandidaten da. Schaut mal. It's Arjen, Dane RS und alle haben noch voll viel Leben. Ein Kandidat fehlt hier. Oh nein. Nee, der ist noch da. Okay, er ist nicht weggeglitscht. Keanu ist im fünften Gehege, aber auch noch 97% Leben. Alles gut. Jetzt sehen wir hier Luca vor den T-Rexies. Bleibt jetzt aber auch hier stehen. Das ist nicht gut, Luca. Oh, kriegt ihr den ersten kleinen Hieb? Wenn der Rex jetzt nach hier läuft, ist alles gut. Und da kommt schon It's Arjen. Mutig schlängelt er sich hier durch. Oh, Luca hat noch Schaden bekommen. Und auch der nächste Kandidat, Dane RS, ist da. Aber alle zwischen den Rexies. Mr. Toast wird nochmal weggeschoben. Oh, das ist jetzt die Chance. Jetzt hier durch, Leute. Schnell. Oh, ist das knapp. Er wird hier leider erwischt. Und jetzt ist der Weg wieder blockiert. It's Arjen hat es aber geschafft. Er muss jetzt sich hier nur noch vorbeischlängeln. Da kommt aber schon der nächste Rex und rammt ihn weg. 9% nur noch. Wenn jetzt hier das Wrack liegen bleibt von Dane RS, dann sieht das gar nicht gut aus, Leute. Und er ist zerstört. Ach, das ist gar nicht Dane RS, das ist Arjen, I'm sorry. Gerade der falsche Name angezeigt. It's Arjen ist es. Luca und Dane RS hat es jetzt geschafft, unter dem Schweif durch. Das ist super. Jetzt muss er hier noch vorbei, perfekt. Oh nein, hier steht auch nochmal ein Rex im Weg. Kann er es jetzt hier vorbeischaffen? Das wird jetzt richtig spannend. Der Rex scheint ihn noch nicht bemerkt zu haben. Er könnte das Rennen hier beenden. Er könnte es beenden. Komm, Dane RS, jetzt außen vorbei. Ja, 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 perfekt. Und jetzt durchs Tor. Und damit haben wir den ersten, der das Rennen hier abschließen wird. Dane RS hat es geschafft. Herzlichen Glückwunsch mit 94% Leben. Als erster durchs Ziel. Das sind ordentlich Punkte. Wir gehen wieder schnell zurück. Wir haben hier nämlich noch zweiten Kandidaten, Luca. Für den sieht es auch sehr gut aus. Und Keanu Günther hat es auch mittlerweile in das Gehege hier geschafft. Oha. Also alle Kandidaten scheinen hier sehr weit zu kommen. Das wird ja mal eine spannende Angelegenheit. Luca hat es jetzt auch geschafft, mit 34% Leben, schließt das Rennen als Zweiter ab und kann auch damit für Team JWE ordentlich Punkte sammeln. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt gehen wir nochmal ganz schnell zum letzten Kandidaten. Das ist Keanu Günther. Der hängt hier leider noch fest. Schafft es jetzt aber, sich hier durchzuschlängeln. Also sehr coole Strecke bis jetzt, gefällt mir richtig gut. Kann er jetzt hier vorbeiziehen? Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Jetzt ist hier noch der letzte Rex, den er überwinden muss. Oh nein, er bleibt hier hängen. Keanu, das ist nicht gut. Und da kommt noch ein weiterer Rex von hinten. Und brüllt ihn an, läuft aber nur an ihm vorbei. Okay. Da hat er nochmal Glück gehabt. Da kommt aber schon der nächste Rex. Oh! 20% Leben nur noch. Für Keanu. Er ist kurz vorm Ziel.
Gib Gas, Keanu. Nur noch hier durchs Tor. Kann er schaffen? Ja, er schafft es mit 20%. Drei Leute in einem Rennen. Oh, der fährt aber komplett falsch. Ich glaube, da müssen wir mal einen Zaun hinsetzen. Auf jeden Fall, du hast es auch geschafft, Keanu. Bist jetzt zwar nicht über die Ziellinie gefahren. So. Hier müssen wir nämlich einfach so einen Zaun vormachen. Dann fahren die Kandidaten auch über die Ziellinie her. Machen wir mal so. Dann fahren die auch alle mittig drüber. Okay, herzlichen Glückwunsch. Drei Kandidaten haben es geschafft. Und die anderen beiden haben es ins letzte Gehege geschafft. Also alle Kandidaten haben ja richtig gute Punkte gesammelt. Nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. Was gut ist, dass die beiden hier, Mr. Toast und It's Arjen, die ausgeschieden sind leider, nicht hier im Weg rumliegen. Weil stellt euch vor, die Wracks würden hier liegen. Dann müssten die Kandidaten hier hinten rumfahren. Da gibt es gar keine andere Chance dann. Weil, ja, die bleiben halt liegen, ne? Und damit kommen wir schon zu Runde 2 hier. Ich öffne wieder das Tor. Und da bin ich sehr gespannt. Wir haben hier Maurizio, der geheimnisvolle Philipp Küpka, Quengelchen oder Engel, ich nenne dich einfach Quengelchen, finde ich cool. Madeleine und Eine Meinung gehen hier an den Start. Oh, die Gallis stehen jetzt hier ein bisschen gefährlicher. Madeleine macht das super, weicht hier aus, die anderen bleiben hängen. Und da kommen jetzt die Gallis, rammen hier ordentlich schon rein. Eine Meinung bekommt hier schon ein bisschen Schaden mit. Ja, das ist natürlich jetzt gefährlich. Philipp wird jetzt hier auch nochmal weggerammt. Wo haben wir denn hier Madeleine? Madeleine fährt hier schon wirklich gut voraus. Wenn wir mal wieder so ein bisschen rauszoomen, dann sehen wir wieder alles. Ich hoffe, ihr könnt das auf YouTube erkennen da hinten. Falls nicht, werde ich euch das erzählen, was da passiert. Oh, Madeleine bleibt jetzt hier an den Pentaceratopsen hängen. Die anderen Kandidaten hängen immer noch da hinten an den Gallis fest. Fährt jetzt hier gegen den Schweif, hat aber noch keinen Schaden bekommen. Alles cool. Jetzt hat sie schon Schaden bekommen, 5%. Oh nein, das ist nicht gut. 10% Schaden jetzt schon. Und hier kommt noch ein weiterer Pentaceratops. Nicht gut. Die anderen Kandidaten hängen alle im ersten Gehege fest. Das ist ja witzig. Hatten wir beim letzten Mal aber, glaube ich, auch so, dass wir einen Führenden hatten und alle hingen fest. Aber das sieht da hinten echt böse aus, muss ich sagen. Wie ist denn so hier der... Oh, Philipp wurde gerade einfach mal einmal umgedreht. Kommt jetzt aber hier gut durch. Das ist nice. Eine Meinung qualmt schon ordentlich, aber alle haben noch relativ viel Leben. Philipp hat gerade ordentlich einen mitbekommen, hat leider nur noch 72%. Wo ist denn Madeleine? Madeleine ist hier vorne. 84%. Oh, da hinten. Der will sie. Guck mal, wie straight der ihr hinterhergerannt ist. Das war gut, dass du jetzt hier weggekommen bist, weil der war auf der Jagd, das hat man gesehen. Dann schauen wir uns mal das Raptorengehege an, das haben wir gerade gar nicht gesehen. Da kommt nämlich Madeleine jetzt rein. Eine Straße mit einem Felsen und ganz vielen Lampen. Ich hoffe, die Raptoren machen jetzt hier nicht den Weg dicht. Oh, hier schläft einer. Oh, das scheint aber ein relativ einfaches Gehege zu sein, so wie es aussieht. Hat sie gut geschafft. Wir springen nochmal eben nach hinten. Will ja nichts verpassen. Oh, die Kandidaten hängen hier immer noch fest. Quengelchen wird hier nochmal weggerammt. Eine Meinung hängt hier auch noch fest. Die anderen beiden haben es schon in das zweite Gehege geschafft. Maurizio und Philipp sind hier im Start. Haben jetzt auch keinen Schaden mehr bekommen oder sowas. Alles ganz gut. Der Sprung hier ist echt gefährlich. Da müssen die Kandidaten immer um die Dinosaurier rumspringen, habe ich das Gefühl. Und die anderen beiden haben es jetzt auch endlich ins zweite Gehege geschafft. Sehr gut. Oh, das sieht hier wieder nach einem Angriff aus, fast, von dem Pentaceratops. Aber Philipp ist schnell abgehauen. Alles gut gegangen. Und da kommt auch eine Meinung und... Wow, das war knapp. Eine Meinung wurde hier direkt fast weggerammt. Okay, alles cool. Alles cool bei den Kandidaten. Wir springen nochmal ganz kurz zur Spitze. Wo haben wir sie denn? Oh, die hängt hier... Oh, gar nicht gut. Madeleine hängt hier gerade an dem Cha-Cha fest. Fährt jetzt gegen die Füße. Oh, oh, das wird er nicht gut finden. Das wird ihm nicht gefallen, Madeleine. Oh nein. Wenn er jetzt nach vorne losläuft... Dann könnte es das hier gewesen sein. 70% und... Oh! Autsch. Das ist das Aus für Madeleine. Ärgerlich. Und jetzt ist der Weg frei für Philipp. Oh, scheiße. Oh, das tat weh, glaube ich. Da wurde sie richtig eingeklemmt. Philipp fährt jetzt hier super durch. Hat die Chance genutzt. Perfekt. Das sind leider nur... Wie viele Punkte sind denn das hier oben? 4 Punkte für Madeleine. So, und Philipp fährt jetzt durch ins nächste Gehege hier, zu den Euoplocephalus.
Aber das war natürlich gerade sehr, sehr bitter. Ich glaube, wir haben noch einen Kandidaten, der ausgeschieden ist. Leute, hier oben steht eine 4. Kann das sein? Oh, die Raptoren haben ja... Die Raptoren haben eine Meinung zerstört. So viel zum Thema leichtes Gehege. Oh mein Gott. Das haben wir leider jetzt nicht mitbekommen. Aber damit ist eine Meinung auch ausgeschieden. Im dritten Gehege, bei den Raptoren. So viel dazu, dass es einfach ist, das Gehege. Oh Gott, der nächste Kandidat hängt jetzt hier auch fest. Maurizio, der Geheimnisvolle. Bei den Carcharodontosauren. Und Madeleine steht natürlich jetzt hier auch noch zusätzlich im Weg. Er muss jetzt Gas geben. Er muss Gas geben. Und das war's auch für Maurizio. Eieiei. Okay, der erste Durchlauf lief auf jeden Fall besser. Wir springen mal wieder. Quengelchen ist noch am Start. Und Philipp, ich glaube, das sind die einzigen beiden, oder? Ich glaube schon, ja. Philipp kriegt jetzt hier ein bisschen Probleme mit einem Stigimoloch, aber das ist alles noch entspannt. Solange er hier nicht voll erwischt wird, sollte das ja keine Probleme machen, denke ich. Können wir vielleicht im Hintergrund den anderen Kandidaten auch noch beobachten? Ah, der kommt hier schon, Quengelchen. Quengelchen und Philipp sind die letzten beiden Kandidaten hier. Sind jetzt hier relativ dicht beisammen, das ist gut, dann können wir nämlich beide beobachten. Ja, Philipp wird jetzt hier ein bisschen weggeschoben von einem Troodon. Kriegt hier auch ein bisschen Schaden mit, aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm, es geht noch. Alles noch im grünen Bereich. Gibt jetzt hier Gas, hier sind auch keine Dinos mehr, also alles cool. Die scheinen hier sich gerade alle versammelt zu haben. Ich glaube, Quengelchen hat hier ein bisschen mehr Probleme. Ja, aber bei den Kleinen weiß ich halt nicht. Ich glaube, die müssen, wenn dann, den Kandidaten richtig einklemmen, damit das schlimm wird. So, Philipp ist jetzt im gefährlichsten Gehege und die Rexys machen wieder dicht. Und rammen ihn direkt weg und machen kurzen Prozess. Okay, Philipp ist damit leider auch raus im achten Gehege. Dann können wir zu unserer letzten Kandidatin, gehe ich mal von aus, springen. Nämlich Quengelchen. Wird jetzt hier leicht weggeschoben, hat aber noch 94%. Also alles cool. Kann sich hier Zeit lassen. Ich glaube, das wird auch noch ein Weilchen dauern. Autsch. Wird jetzt hier nochmal angefaucht oder angequiekt. Nochmal weggeschoben. Oh Gott, was passiert denn jetzt hier? Ist hier komplett aus dem Konzept gebracht worden. Macht jetzt aber hier einen guten U-Turn. Und jetzt geht's in Richtung Ausgang. Das ist sehr gut. Fährt jetzt hier gut an den kleinen Rackern vorbei. Oh, bleibt jetzt hier nochmal hängen. Hier ist nämlich nochmal ein Troodon, der den Weg dicht macht. Aber hier ist alles cool, denke ich. Das Labyrinth hat sie hier super hinter sich gebracht. Und jetzt geht's in das schwerste Gehege, nämlich Gehege 8 mit den Rexys. Hier sind die meisten Kandidaten ausgeschieden. Hier stehen schon 3 Fracks. Aber sie kommt hier super durch. Oh mein Gott, das war richtig gut gefahren. Und jetzt auch hier an dem Rex vorbei. Oh, hier ist der Weg leider auch dicht. Unter dem Schweif durch. Jetzt hier vorbei, komm. Quengelchen könnte es schaffen. Als einzige Kandidatin vom zweiten Durchgang. Oh nein. Hier schläft jetzt einfach ein Rexy. Voll im Weg. So kurz vom Ziel, Leute. Hier ist das Ziel. Sie muss es hier nur durchschaffen. Und jetzt schläft hier natürlich ein Tyrannosaurus Rex. Und von hinten kommt schon der nächste. Oh oh. Ich glaube, das könnte hier böse enden. Oh, er steht auf. Schiebt sie hier leicht weg. Mit dem Schweif. Und nochmal. Das ist schmerzhaft. 72% noch. Aber der steht noch voll im Weg. Wenn er sich jetzt umdreht und sie wegrammt, dann... Oh, ist das spannend. Nein, der Schweif schiebt sie weg. Oh Gott. 60% nur noch. Jetzt unten durch. Jetzt kann sie die Chance nutzen. 59%. Sie hat es geschafft. Jetzt kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Hier schläft er zum Glück, der Rex. Und sie hat es geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Quengelchen. Du hast als Einzige vom zweiten Durchgang die Ziellinie überquert. Jetzt ist es übrigens so, dass sie wieder 5 Punkte dafür kriegt, weil sie ist ja sozusagen die erste von ihrem Durchgang. Also es ist jetzt nicht so, dass sie die vierte oder sowas wäre, weil ja vorher schon 3 das geschafft haben. Ich denke mal, das versteht ihr alle. Das heißt, sie hat auch 8 Punkte plus 5 Punkte für die Ziellinie. Agatha, 13 Punkte. Sehr gutes Ergebnis, sehr spannendes Rennen, eine richtig tolle Strecke und ich würde sagen, wir springen zur Siegerehrung. Und dann kommen wir schon zur Siegerehrung vom dritten Dinosaur Death Race. Ich kann schon mal sagen, die Teams liegen von den Punkten alle dicht beisammen. Es war ein sehr spannendes Rennen, richtig coole Rennstrecke und ja, kommen wir mal zum ersten von hinten heute. Das ist nämlich Team Orange mit Keanu Günther
Der hat das Rennen sogar abgeschlossen. Als Dritter hat er mit 8 plus 3 Punkte gesammelt. Und seine Teamkollegin, eine Meinung, ist leider im dritten Gehege ausgeschieden bei den Velociraptoren. Ergibt insgesamt eine Punktzahl von 14 Punkten. Also eine sehr gute Punktzahl. Bei der anderen Rennstrecke hätten sie mit 14 Punkten wahrscheinlich sogar den Sieg geholt hier. Also daran sieht man einfach, was für eine gute Punktzahl das ist. Und dann kommen wir schon zur Bronzemedaille. Wir haben nämlich heute einen geteilten Platz 3 zwischen Team Retro und Team JWE. Fangen wir bei Team Retro an. Da haben wir einmal Mr. Toast, ist bis ins 8. Gehege gekommen zu den T-Rexies. Und genauso wie dein Teamkollege, der Philipp Küpka, der hat es auch in das 8. Gehege geschafft. Das heißt 8 plus 8, 16 Punkte für Team Retro. Und genau diese Punktzahl haben auch Luca und Madeleine erreicht. Luca hat nämlich das Rennen beendet als Zweiter, hatte mit 8 plus 4 Punkte gesammelt. Und seine Teamkollegin Madeleine hat 4 Punkte gesammelt, ergibt auch 16 Punkte. Kommen wir zum zweiten Platz. Das ist heute Team Blau mit Dane RS. Dane RS hat das Rennen als allererster beendet hier, hat damit 8 plus 5 Punkte, 13 Punkte gesammelt. Leider hat sein Teamkollege es nur bis ins 4. Gehege geschafft, zu den Carcharodontosauren, hat damit 4 Punkte gesammelt. Das ergibt aber trotzdem eine richtig gute Punktzahl von 17 Punkten. Und damit habt ihr heute die Silbermedaille erfahren. Herzlichen Glückwunsch. Und damit geht zum dritten Mal in Folge der Sieg an Team Rot. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was ihr denkt, warum Team Rot hier immer gewinnt. Haben die bessere Autos? Sind die Autos getuned? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir da It's Arjen. It's Arjen hat 8 Punkte erreicht. Ist im T-Rex-Gehege ausgeschieden. Auch eine richtig gute Leistung. Und gerade ganz zum Schluss, die letzte Fahrerin, die noch am Start war, das war Quengelchen. Hat das Rennen beendet, 8 plus 5 Punkte, richtig gute Leistung. Plus die 8 von It's Arjen ergibt das Ganze 21 Punkte. Und damit sind Quengelchen und It's Arjen die heutigen Sieger von dem dritten Dinosaur Death Race. Ihr habt damit einen 5 Euro Amazon Gutschein jeweils gewonnen. Schreibt mir im Discord und dann werdet ihr euren Preis auf jeden Fall von mir bekommen. Und das war's mit dem dritten Dinosaur Death Race. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt mal in die Kommentare oder in den Live-Chat, wie euch die Strecke von Dr. Agen gefallen hat. Mir hat sie richtig gut gefallen. Und für alle Leute, die jetzt bei der Videopremiere mit dabei sind und im Live-Chat aktiv sind, schreibt Hashtag DDR jetzt in den Live-Chat. Ich werde wieder 2 Leute aussuchen, die werden dann beim nächsten Rennen mit am Start sein. Und an alle anderen Leute, die hier mit dabei sein wollen und das Ganze im Nachhinein sehen, ihr könnt natürlich auch Hashtag DDR unten in die Kommentare schreiben. Und davon werde ich dann auch wieder 6 Kandidaten auswählen. Und ich werde natürlich auch wieder 2 Mitglieder von meinem Kanal auswählen. Das Ganze werden wir, wie gehabt, so weiterführen. Mir hat es wieder richtig viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr alle mit am Start wart. Lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.